Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die Debatte hat wieder eins gezeigt, die AfD hat mächtig Angst, denn ihr bisheriges Feindbild, worauf sie sich eingeschworen haben, geht nämlich zu Ende. Spätestens 2021 wird Frau Merkel nicht mehr Kanzlerin sein, das hat sie selber gesagt. Und Sie haben Angst, das haben Ihre Reden gezeigt. Denn Sie wissen eins, die Werkstattgespräche der CDU war auf ein großer Erfolg. Und über Unionsgrenzen hinweg hat es eine Strahlkraft, von der wir profitieren werden. Deswegen haben Sie Angst. Es zeigt uns, wir sind auf dem richtigen Weg als Union. Wir haben ein Zeichen gesetzt, dass es innerhalb der Union eine hohe Debattenkultur gibt. Denn ich glaube, wir sind uns einig, die Situation aus 2015 darf und wird sich auch nicht wiederholen. Nun ist es so, dass wir kritikfähig sind. Und wir haben bereits in dem Jahr, wo es geschehen ist, 2015 ist immer dieses Sinnbild, Lehren gezogen. Und ich darf das noch mal in Erinnerung rufen, weil Zeit ist schnell vergänglich. 2015 trat das Asylpaket 1 in Kraft. Länder, Kommunen wurden entlastet, Asylverfahren beschleunigt, Fehlanreize deutlich reduziert. Februar 2016 das Datenaustauschverbesserungsgesetz, ein Novum in unserer Bundesrepublik. Medienbruchfreie Kommunikation, Einführung des Ankunftsnachweises, Digitalisierung des Asylverfahrens mit komplett neuer Hard- und Software. Asylpaket 2 2016, hört, hört. Bundespolizei bei Passersatzbeschaffung gestärkt, Familiennachzug zu Sekundärgeschützten gedeckelt. Ich erinnere auch an die Obergrenze, die wir im letzten August beschlossen haben. Die freiwillige Rückkehr wurde angekurbelt und die Aufnahmebereitschaft der Herkunftsländer. Sie schauen sich die Zahlen an. Ich weiß, Sie argumentieren meistens faktenbefreit, aber das als Union sind wir doch bei der Wahrheit in dem reinen Fakt. Wir haben die Aufnahmebereitschaft an die Entwicklungshilfe gekoppelt. Und hört, hört, das hat sogar zu Erfolgen geführt. Das mag Ihnen nicht schmecken. Ich möchte Ihnen nur mal die Zahlen sagen. Asylanträge 2015 476.000, 2016 722.000. Aber dann fangen unsere Maßnahmen an zu wirken. 2017 nur noch 198.000 Asylanträge. Das heißt eine Reduzierung um über 500.000 Asylanträge innerhalb eines Jahres. Und 2018 161.000 Asylanträge in unserem Land. Das heißt, wir als Große Koalition waren auf einem guten Weg und werden den auch weiter folgen. Und nun haben wir das Werkstattgespräch durchgeführt, denn wir blicken auch in die Zukunft. Wir wissen, dass wir auch weiterhin einem erhöhten Flüchtlingsdruck ausgesetzt sind. Und deswegen haben wir einen strategischen Blick dafür entwickelt. Für uns als Union ist klar, asylpolitisch sind nämlich Lesbos, Gibraltar und Sizilien Deutschlands Außengrenze. Und ich bin der Meinung, wir müssen es schaffen, die täglich aktuellen 500 Asylanträge weiter zu reduzieren. Und aus unserer Sicht wäre es sehr hilfreich, und wir setzen uns als Union dafür ein, dass Georgien und die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten entsprechend eingestuft werden. Und es wäre wirklich von Vorteil, wenn wir von Zivilgesellschaft und Rechtsstaat sprechen, liebe Grünen, wenn wir diesen Rechtsstaat auch einmal durchsetzen, wenn wir die Menschen, die wirklich nun gar keine Aussicht auf Asyl haben, und die Zahlen, die Ergebnisse und die Bescheide belegen das ja, dass wir hier auch einen klaren Riegel vorschieben und Rechtsstaatlichkeit herstellen. Deswegen unsere Aufforderung, stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zur Einstufung der sicheren Herkunftsstaaten im Bundesrat zu. Meine Damen und Herren, und ich kann es nur noch einmal kursorisch sagen, denn wir debattieren hier jede Woche über dieses Thema. Wir haben einen Masterplan des Bundesinnenministers. Der ist in der Umsetzung. Wir haben die Ankerzentren eröffnet. Uns ist vollkommen klar als Union, im Ankerzentrum wird das Verfahren durchgeführt. Man verlässt das Ankerzentrum entweder, weil man ein Bleiberecht hat, dann geht man in die Integration in die Kommunen, oder man verlässt es links in die Abschiebung, in die Rückkehr ins Heimatland. An diesem Ziel arbeiten wir weiter. Wir arbeiten an der Verringerung der unterschiedlichen Asylpraxis in den Bundesländern. Wir arbeiten an der unzureichenden Digitalisierung im Asylverfahren. Und ja, wir müssen das Ziel, glaube ich, verfolgen, eine nationale Einwanderungs- und Ausländerbehörde zu schaffen. Damit können wir insgesamt punkten und unserem Ziel einer gesteuerten, geordneten Migration folgen. Und nun will ich Ihnen noch mal was zum Schluss sagen, warum gerade die Linke und die AfD überhaupt nicht geeignet sind, in diesem Thema auch mitzureden, weil sie total unglaubwürdig sind. Berlin, und wo die Linke mit in der Verantwortung trägt,
verweigert sich geradezu, Abschiebungen überhaupt durchzuführen und Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. Das ist ein Trauerspiel, dass Fälle, die vom Verwaltungsgericht durchgeurteilt sind, dass diese Leute nicht abgeschoben werden. Deswegen ist es richtig, hier die Kompetenzen auch auf den Bund zu ziehen. Und zum Schluss Sie von der AfD. Sie tun sich immer als große Rechtsstaatsbringer. Ich erinnere an Ihren Kollegen Nolte. Ja, Nolte, leider allen bekannt, hat ja einen Kollegen, einen Freund von Franco A. beschäftigt. Und ich glaube, solange Sie dieses Verhältnis, ja, des Soldaten Franco A. und seinem Komplizen, der von Ihrem Mitarbeiter, von Ihrem Kollegen beschäftigt wird, nicht gerade rücken, sollten Sie einfach beim Thema Asyl einfach mal ruhig sein. Vielen Dank. Der nächste Redner für die SPD-Fraktion, der Kollege Sebastian Hartmann.